Der Sänger Nigel hat sich an mich gewandt, ich glaube an dich auch, Christian Kircher, mit einem sozialversicherungsrechtlichen Problem, das für die freien Künstler ein Riesennachteil ist. Und der arbeitet jetzt mit einer Gruppe von Rechtsanwälten dran. Aber ich hoffe, dass dieser Antrag der Änderung des Sozialversicherungsgesetzes im Herbst ins Parlament kommt. Und ich glaube, da könnten wir uns alle so gegenseitig helfen. Stefanie Panzenberg vom Falter, ich wollte es mit der Sozialversicherung noch mal gerne aufgreifen. Gibt es da schon konkretere Dinge, die man dazu sagen kann? Weil das ist ja, das kann man nicht in Abrede stellen, dass es tatsächlich das zentrale Ding eigentlich ist, weil wir ja noch immer zwischen SVA und AMS irgendwie aufgeteilt sind in Österreich. Gibt es da schon Punkte, die Sie nennen können oder die von Ihrer Seite her wünschenswert wären, die dann in so einem Gesetz auch verankert sein sollen? Ja, das mache ich sicher nicht, weil das ich nehme nicht dem Herrn Nigel, wenn der seit Monaten dran arbeitet, das weg. Aber der freut sich rasend über Ihren Anruf. Und Sie werden so viel Material bekommen, dass Sie eine Sonderbeilage machen müssen. Wir sind mit dem Herrn Nigel natürlich auch in einem guten Kontakt und haben auch diese Problematik, die er geschildert hat, mit der IG Theater besprochen und sind da schon auf einem guten Weg. Wir haben schon Kontakt aufgenommen mit dem Arbeitsministerium. Es wird bald einen Auftrag geben zu Gesprächen über ein neues Theaterarbeitsgesetz. Also da ist schon einiges in Bewegung.